Leute und willkommen zu einer neuen Bucket-Plugin-Vorstellung. Heute stecke ich euch das Plugin Gommel davor. Jeder Mensch, der Gommel kennt, was ist, ich schätze, jeder von euch hier kennt Gommel. Und auf Gommel gibt es ja dieses, so ein Item, da kann man Spieler verstecken. Dann gibt es einmal die Option, alle Spieler anzeigen, nur YouTuber und Teammitglieder anzeigen. Oder was, Freunde, ich weiß nicht. Auf jeden Fall nur YouTuber und Mitglieder anzeigen. Also YouTuber und Teammitglieder anzeigen ist es hier. Und alle Spieler verstecken. Diese drei Optionen bringen dieses Plugin mit sich. Wenn ihr auf dem Server joint, kriegt ihr automatisch dieses Stäbchen, also diese Lohnrute in euer Inventar. Und wenn ihr da drückt, könnt ihr die Spieler verstecken. Dazu ist es halt, ich gehe mal ein bisschen runter. Damit man das Plugin benutzen kann, braucht man Heater.benutzen, diese Permissions. Dann kann man das Plugin benutzen. Und mit Heater Teammitglied, wenn man diese Permissions besitzt, dann wird man auch, wenn man auf nur Teammitglieder und YouTuber anzeigen, dann wird man da auch angezeigt, wenn man diese Permissions besitzt. Mehr gibt es zu diesem Plugin nicht zu sagen. Wie ihr seht, das Plugin ist in Deutsch, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja, dann könnt ihr es downloaden. Download. So. Gleich haben wir es gedownloadet. So, jetzt ziehen wir das Plugin wieder auf den Desktop. Wie ich schon tausendmal erklärt habe, dann ziehe ich es in den Plugins-Ordner hier rein, schön hier reingehen, Gommel-Hitter hier reinziehen, starte Server. So, und jetzt gucken, ob das Plugin in Config-Ordner generiert. Ich weiß es nicht genau. Gleich ist der Server oben. Hier steht Gommel-Hitter Enabling Gommel-Hitter Version 0.1. Das bedeutet ja generell keine Config. Jo, dann würde ich sagen, geht's los. Wir sehen uns jetzt in-game und ich stelle euch das Plugin vor. Bis gleich. So, da sind wir jetzt in-game. Mein zweiter Account ist auch dabei. Ja, ich habe OP, deswegen habe ich auch das Spieler verstecken Item bekommen. Da können wir jetzt auswählen, alle Spieler anzeigen. Dann wird er angezeigt. Wenn wir jetzt nur YouTube und Teammitglieder auswählen, dann wird er nicht mehr angezeigt. Und wenn wir niemanden anzeigen, dann wird er auch nicht angezeigt. Ja, ich mache nochmal alle Spiele anzeigen. Auf seinem Account, der hat das Item nicht bekommen, weil er ja logischerweise keine OP hat. Jo, wenn ich ihm jetzt die Permissions geben würde, dass er Teammitglied ist, also Heide. Teammitglied? Genau, wenn er die hätte, dann würde er jetzt bei nur YouTuber und Teammitglieder angezeigt werden. Die hat er aber nicht, deswegen wird er nicht angezeigt. Und bei alle Spieler verstecken, wird er sowieso nicht angezeigt. Deswegen, wenn er jetzt die Permissions hätte, würde er angezeigt werden, aber ja, aber da er die nicht hat, wird er nicht angezeigt und nur bei alle Spieler. Ich habe das Item ja bekommen, weil ich OP bin, er nicht, weil er kein OP hat. Ja, das Plugin funktioniert recht gut. Ich habe es ja gesehen. Alle Spieler anzeigen, nur YouTuber und Teammitglieder anzeigen, alle Spieler verstecken. Ja, das Plugin finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Das war's eigentlich mit dem Plugin, mehr kann's nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.